jetzt das Heute-Journal. Mit Heinz Wolf und Christian Sievers. Guten Abend. Die Drehbuchschreiber in Hollywood bringt dieser US-Wahlkampf mächtig ins Schwitzen. Wie sollen sie ordentliche Politserien erfinden, wenn die Realität alles in den Schatten stellt? Seit gestern Abend gibt es im Rennen um die Präsidentschaft auch noch eine gehörige Portion Mystery. Es treten auf der FBI-Chef mit einer brisanten Nachricht, ein ehemaliger Parlamentsabgeordneter mit berüchtigten Sexaffären, außerdem dessen Ex-Frau, die Hillary Clintons engste Mitarbeiterin ist, und eine Reihe von E-Mails, von denen niemand genau weiß, was drin steht. Kommen Sie doch mit? Die Amerikaner auch nicht mehr. Donald Trump ist das egal. Er setzt darauf, dass sich die Wähler entsetzt abwenden von Hillary oder gleich von der kompletten Wahl. Und er damit wieder eine echte Chance hat, ins Weiße Haus zu ziehen. Bei Clinton ist Alarmstimmung. Diese E-Mails, das ist ihre schwächste Stelle. Daniel Ponzen mit einer Polit-Soap-Opera-Krimi-Schmonzette, die in Amerika Wahlkampf heißt. Die Episode heute spielt unter anderem in Miami. Als Hillary Clinton hier vorhin landet, hängt bleischwer eine Frage in der Luft. Werden aus dem neuen E-Mail-Fund ernste Vorwürfe gegen sie erwachsen oder nicht? Es sei ziemlich seltsam, sagt sie kurz danach auf der Wahlkampfbühne, so etwas rauszugeben mit so wenig Informationen, so kurz vor einer Wahl. Aber sie sei zuversichtlich, dass das FBI zur selben Schlussfolgerung komme wie im Juli. Die Schlussfolgerung des FBI im Juli war, keine Anklage gegen Hillary Clinton zu empfehlen, nachdem sie als Ministerin Mails über einen privaten Server verschickt hatte, auch geheime Mails. Das sei zwar grob fahrlässig gewesen, aber nicht absichtlich gesetzeswidrig, urteilte der FBI-Chef damals. Gestern nun seine Mitteilung, es seien neue zu begutachtende E-Mails aufgetaucht, bei ganz anderen Ermittlungen gegen ihn, wie inzwischen bekannt ist, den Ex-Partner von Clintons engster Mitarbeiterin Yuma Abedin. Für die Wahl weniger wichtig, dass es in seinem Fall um sexuelle Belästigung einer 15-Jährigen ging. Wichtiger, dass seine Gattin damals einen Laptop mit ihm teilte. Was in den darauf gefundenen Mails konkret steht, unklar, auch ob es bis zur Wahl bekannt wird. Watergate-Enthüller Kyle Bernstein vermutet, dass das FBI diesen Schritt nicht getan hätte ohne einen substanziellen Fund. Könnten es Mails sein, die von Yuma Abedin zu Hillary Clinton gegangen sind? Gelöschte Mails, von denen Clinton sagte, sie seien privat gewesen, die aber doch mit ihrer Arbeit zusammenhingen? Darauf könnte dies hinweisen, aber wir wissen es nicht. Für Clintons Momentum gab es diese Woche nur eine Richtung abwärts. Zunächst hatte WikiLeaks unter anderem E-Mails veröffentlicht, die ein düsteres Licht warfen auf finanzielle Verstrickungen zwischen der Stiftung der Clintons und Privateinnahmen in Millionenhöhe. Und jetzt das FBI. Der politische Nutznießer der neuerlichen Wendung nahm die Vorlage entschlossen an. Sperrt sie ein, rufen seine Fans. Eine Stimme für Hillary würde bedeuten, unsere Regierung auszuliefern an öffentliche Korruption, Bestechung und Vetternwirtschaft, was den Kern unserer verfassungsrechtlichen Grundlagen bedroht. Genüsslich zeichnete er Clintons tatsächlich sehr umstrittenen Umgang mit der E-Mail-Affäre nach und gerierte sich so als Verteidiger von Anstand und Recht. Die Jüngste wollte, die für ein realistisches Drehbuch recht gewagt erschiene. Jetzt wird der FBI-Chef auch einen Kalender haben. Er weiß, wie knapp es ist bis zur Wahl. Er weiß, was seine Ankündigung, nachforschen zu wollen, auslöst. Nachfrage bei Daniel Ponzen in Washington. Kann der Mann es sich leisten, zu warten, bis er sagt, das und das steht drin, zu warten bis nach der Wahl? Die Frage wird er sich vermutlich im Moment selbst stellen, denn stündlich wächst der Druck auf ihn. Heute wurde bekannt, dass seine Vorgesetzte, die Justizministerin, gegen seinen Schritt war, diese neuerliche Bekanntmachung öffentlich zu machen. Und insofern ist der Druck auf ihn heute nochmal extrem gewachsen. Solange nicht bekannt ist, was in diesen Mails steht, ist es ein nebulöser Vorwurf. Und der könnte eben den Wahlausgang beeinflussen. Das ist das, was die Justizministerin auch kritisiert hat. Jetzt weiß man ja nicht mal so genau, wie viele Mails es insgesamt sind. Die Rede ist von 1000 ungefähr. Auf der anderen Seite steht das FBI, also eine riesige Strafverfolgungsbehörde. Geht das nicht schneller, dass Sie diese 1000 Mails einfach mal durchlesen?
Das ist die Vermutung, die hier viele haben, dass möglicherweise die entscheidenden Leute längst wissen, dass oder ob es hier tatsächlich substanzielle neue Vorwürfe gegen Clinton geben kann, die aus diesen E-Mails erwachsen. Das war ja eben auch die Einschätzung des Experten, die wir im Beitrag gehört haben. Und in der Tat erscheint es doch fraglich, ob der Chef des FBI diese Mitteilung so kurz vor dem Wahltermin macht, ohne wirklich davon auszugehen, dass er das tatsächlich muss. Eine ganze Menge Fragen noch. Kann man denn schon genauer sagen, welchen Einfluss diese neuerliche Wendung jetzt hat auf die Wähler, insbesondere auf die Unentschlossenen, auf die es jetzt ankommt? Genau nicht. Trump wird sicher profitieren. Die Frage ist, wie stark wird er profitieren? Sollte jetzt tatsächlich noch diese sogenannte Bombshell herauskommen, sollten tatsächlich noch sehr erhebliche Vorwürfe, neue Vorwürfe gegen Hillary Clinton kommen, dann wird er sicher sehr stark profitieren. Aber selbst wenn die Sache jetzt nur schwelt bis zum Wahltermin, dürfte er profitieren, denn viele dieser unentschlossenen Wähler und Wählerinnen, die sich in den letzten Wochen dann doch aufgerafft hatten, Hillary Clinton zu wählen, sie ist ja auch extrem unbeliebt hier, aber angesichts der Alternative haben sich dann eben viele in den letzten Wochen doch gedacht, dann wählen wir sie eben und die könnten jetzt möglicherweise noch mal ins Grübeln kommen. Ein Wahlkampf wie kein zweiter und das bis zum Schluss. Daniel, vielen Dank nach Washington. Es gibt zwei Bilder der Flüchtlingskrise in Frankreich. Das hier ist das, was den Behörden gefällt. Sie haben diese Woche durchgegriffen. Das Lager, in dem Tausende vor der Hafenstadt Calais unter schlimmen Bedingungen gehaust hatten, ist geräumt. Der Staatspräsident findet markige Worte, man könne und werde keinen neuen wilden Camps mehr tolerieren. Das andere Bild zeigen wir Ihnen jetzt. Mitten in Paris, gar nicht so weit weg vom prachtvollen Amtssitz des Präsidenten, leben Flüchtlinge auf der Straße. Und es werden immer mehr. Darunter Familien mit Kindern, von denen manche nur ein paar Monate alt sind. Das nächste wilde Lager ist längst traurige Realität. Christel Haas. Zähne putzen im Rinnstein, keine Duschen, keine Privatsphäre. Sie schlafen auf dem kalten Boden oder in kleinen Zelten auf einem Grünstreifen, elend mitten in Paris. Jeden Mittag kommen freiwillige Helfer und verteilen Essen, das gespendet wurde. Charles Dran ist einer von ihnen. In den letzten Tagen, sagt er, sind viele aus dem Dschungel von Calais hier gestrandet. Sie sind ganz plötzlich hier aufgetaucht. Niemand ahnte, dass sie kommen. Jetzt, wo wir wissen, dass sie da sind, werden wir versuchen, ihnen zu helfen. Auch der Staat muss was tun. Eine Erinnerung an Calais, das blaue Armband. Dieser junge Mann ist einer der Flüchtlinge, die direkt nach der Räumung des Dschungels hierher gekommen sind. Vor der Kamera will keiner von ihnen reden. Seit Anfang der Woche gab es mindestens 1000 Neuankömmlinge. Nicht alle kommen aus Calais. Paris ist zu einem neuen Anlaufpunkt geworden. Das Leben hier ist schwierig. Jetzt wird es kalt, es wird Winter und wir wissen nicht, wie wir das durchhalten sollen. Dass es so nicht weitergehen kann, hat auch die Regierung erkannt. Präsident Hollande will das wilde Flüchtlingscamp so schnell wie möglich räumen. Wir können solche Lager nicht mehr dulden. Es darf so etwas nicht mehr geben. Das Lager in Paris werden wir evakuieren. Doch wo und wie bringt man mehrere tausend Menschen unter? Im Aufnahmelager der Stadt, das demnächst eröffnet werden soll, gibt es nicht genügend Plätze. Schon öfter wurden die Flüchtlinge hier von der Polizei vertrieben. Doch wenig später kehrten die meisten wieder zurück. Die Krise der französischen, der europäischen Flüchtlingspolitik nach Calais wird sie nun im Nordosten von Paris augenfällig. Und bei den Anwohnern wächst das Unbehagen. Ich wohne da, es ist schlimm für sie, aber das ist zu viel, man muss sie irgendwo unterbringen. Immer wieder aber auch spontane Hilfe. Ich schneide ihnen die Haare, sie brauchen das doch. Die Zelte stehen dicht an dicht auf einer Länge von 700 Metern. Das Schicksal dieser Menschen bleibt weiter ungewiss. Heinz hat jetzt den Überblick über weitere wichtige Nachrichten an diesem Samstagabend. Beim CSU-Parteitag Ende kommende Woche wird etwas anders sein als in den früheren Jahren. Die CDU-Vorsitzende Merkel wird nicht dabei sein. Wie die CSU bestätigt hat, haben das Merkel und CSU-Chef Seehofer so besprochen. Im vergangenen Jahr, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, hatte Merkel auf dem CSU-Parteitag ihre Politik verteidigt. Und dabei waren auf offener Bühne die Gegensätze zwischen beiden Parteien deutlich geworden. Und nach wie vor ist die Flüchtlingspolitik ein zentraler Streitpunkt in der Union. Nachdem der EU-Kanada-Gipfel vor zwei Tagen kurzfristig abgesagt wurde, kann er nun morgen nachgeholt werden zur Unterzeichnung des Freihandelsabkommens CETA.
Als letzter EU-Mitgliedstaat stimmte Belgien dem Abkommen zu. Außenminister Reinders unterschrieb den Vertrag in Anwesenheit von EU-Handelskommissarin Malmström. Zuvor hatte vor allem die belgische Region Wallonien noch Änderungen gefordert. 10 Monate hat die politische Pattsituation in Spanien gedauert. Jetzt gibt es wieder eine reguläre Regierung. Der bisher nur geschäftsführende Regierungschef Rajoy von der konservativen Volkspartei ist am Abend vom Parlament zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Er wird an der Spitze einer Minderheitsregierung stehen und ist damit bei wichtigen Entscheidungen auf Unterstützung aus der Opposition angewiesen. Der türkische Präsident Erdogan will das Parlament über die umstrittene Wiedereinführung der Todesstrafe entscheiden lassen. Er sei überzeugt, dass die Abgeordneten für die Todesstrafe stimmen werden, sagte Erdogan bei einer Kundgebung in Ankara. Und er werde sie ratifizieren. Die EU hatte mehrfach gewarnt, dass bei Einführung der Todesstrafe die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei beendet würden. Im syrischen Aleppo haben sich die Kämpfe ausgeweitet. An mehreren Fronten wurden heftige Gefechte gemeldet. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sollen Regierungstruppen versucht haben, einen Stadtteil zurückzuerobern, den Rebellen zuvor eingenommen hatten. Die Aufständischen hatten gestern eine Offensive gestartet, um sich aus der Belagerung zu befreien. Der Nahe Osten ist eine echte Herausforderung. Auf der Karte wirkt alles ganz nah beieinander. Syrien, Irak, Jordanien, alles ein Problem, könnte man denken, stimmt aber nicht. Das kleine Königreich Jordanien hat schwierige Nachbarn, muss klarkommen mit einer gewaltigen Zahl von Flüchtlingen, ohne nennenswerte Bodenschätze, ohne große Industrie und hat deshalb eine große Hoffnung, dass möglichst viele Touristen Jordaniens Schönheit entdecken. Doch die Zahl der Besucher ist dramatisch eingebrochen, um bis zu 80%. Ein Teufelskreis. Aus Angst, in ein vermeintlich instabiles Land zu fahren, sorgen die wegbleibenden Touristen tatsächlich dafür, dass die Lage instabiler wird. Und wo hat man das schon? Weltkulturerbe, fast für sich allein. So gesehen ist der Bericht jetzt von Nicola Albrecht über die Situation in der spektakulären Ruinenstadt Petra irgendwie auch ein Reisetipp. Es ist schon später Nachmittag, als wir Atalla in Petra treffen. Wieder einmal wartet er auf Touristen, wieder einmal vergeblich. Wenn keiner kommt, wolle er wenigstens uns seinen Lieblingsort zeigen, den schönsten Sonnenuntergang in der ganzen Region, wie er sagt. Die Touristen haben Angst, weil Syrien so nah ist. Dabei brauchen sie das doch nicht. Jordanien ist doch sehr sicher. Seit Beginn des IS-Terrors im Nahen Osten 2011 ist der Tourismus in Jordanien um bis zu 80% eingebrochen. Und für die Beduinen von Petra steht die Existenz auf dem Spiel. Denn der Beduine 2016, wie Atalla es nennt, wenn sein Handy klingelt, lebt von den Besuchern. Wenn gar keine Touristen mehr kommen, ziehe ich eben wieder mit meiner Ziegenherde los, hier durch die Berge und in die Wüste, überall hin. Wir treffen Atalla am darauffolgenden Morgen wieder. Diesmal hat er mehr Glück. Marianne und Edward aus Holland wollen sich von ihm die Felsenstadt Petra zeigen lassen. Rund 2 Stunden dauert die Wanderung vom sogenannten Hintereingang bis zur Hauptattraktion, dem Felsentempel Ad-Der. Auch hier dasselbe Bild. Kaum ein Tourist bewundert das antike Meisterwerk, das als eine der größten Sehenswürdigkeiten des Nahen Ostens gilt. Viele Händler haben ihre Andenkenläden bereits geschlossen. Nicht so Fatma. Sie hält durch, sie muss. Das 7. Kind ist unterwegs. Früher war zu dieser Zeit Hauptsaison und jetzt verkaufe ich nichts. Für Atalla ist die Tour ab hier beendet. Er hat für diesen Teil von Petra keine Lizenz als Fremdenführer. Mahmoud übernimmt. Der Verdienst wird geteilt. Man kennt sich. Auch Mahmoud möchte den wenigen Besuchern etwas Besonderes bieten. Er lädt uns zu sich nach Hause ein. Eine Höhle mitten in Petra. Eigentlich soll er dort nicht mehr wohnen, denn als Petra 1985 zum Weltkulturerbe ernannt wurde, ließ der jordanische König die Beduinen umsiedeln. Doch Mahmoud hielt es in dem Dorf einfach nicht aus. Diese Höhle gehörte bereits seinem Großvater. Ich liebe diese Höhle, die Stille. In dem Dorf gibt es Autos und es ist laut. Ich brauche hier diese Ruhe. Es ist doch schön hier. Außerdem müsse er hier keine Miete zahlen, fügt er hinzu.
Dass viele Familien angesichts der schwierigen Lage sogar ihre Kinder nach Petra zum Arbeiten schicken, sollen wir eigentlich nicht sehen. Mahmoud versucht Gelassenheit zu demonstrieren und unseren Fokus wieder auf ein Highlight antiker Baukunst zu lenken. Denn immerhin sei der Anblick ja fast exklusiv. Und jetzt die Lottozahlen dieses Samstags. Sie lauten 5, 7, 8, 26, 28, 36. Superzahl 8. Wie immer sind diese Angaben ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen auf lotto.zdf.de und im ZDF-Text auf Seite 5. 5, 6. Und so wird das Wetter morgen im Nordosten sowie im Südwesten nach Nebelauflösung freundlich. Sonst dichte Wolken und gelegentlich etwas Regen, Höchstwerte 7 bis 14 Grad. Zum Wochenanfang dann zunächst noch ruhiges Herbstwetter, am Dienstag im Norden aufkommender Regen, am Mittwoch überall unbeständiger, kühl und windig. Gleich gibt es das aktuelle Sportstudio und morgen um 12.30 Uhr Angelique Kerbers WTA-Finale. Live zu sehen im ZDF, auch in der Mediathek. In der Türkei bricht heute Nacht der ewige Sommer aus, zumindest was die Uhrzeit angeht. Die Türkei macht das hin und her einfach nicht mehr mit. Für uns heißt es nachher wieder Uhren verstellen. Einen Vorteil hat das Ganze, die jetzt folgende Nacht ist eine ganze Stunde länger. Genießen Sie es. Tschüss.